Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Freunde. Hi. Und zwar befinden wir uns wieder in Innsbruck, Tirol, bei meinem Freund und Kameramann, der Martin. Und wir müssen heute noch unser Eisbaden nachholen. Freunde, ich bin ein riesen Fan vom Eisbaden. Wir werden einen coolen See finden, wo wir das Eisbaden nachholen. Ich bin heute schon seit 4:30 auf der Autobahn, bin 3 Stunden gefahren. Und deswegen ist das mit dem Eisbaden nicht mehr ausgegangen. Aber nichtsdestotrotz wird das nachgeholt. Und ich würde sagen, wir starten. Let's go. So, Freunde, wir sind kurz davor, in die Richtung, wo dann der See auftaucht. Wetter ist gut, Wind ist kalt, aber nichtsdestotrotz springen wir rein. Manchmal ist es schwieriger und manchmal leichter. Let's go! Den Ausblick einfach nur genießen, Freunde. Schaut euch das mal an. Mega cool, richtig geiles Wetter. Es ist zwar ein bisschen kalt mit dem Wind, aber ich freue mich jetzt richtig, weil wir haben da einen coolen Steg, wo wir sogar reinspringen können. Aber Freunde, ganz wichtig, normalerweise, wenn man jetzt in das Eisbaden geht, sollte das eigentlich langsam passieren. Also man sollte nicht direkt reinspringen. Aber bei diesem Anblick kann ich fast nicht anders. Das heißt, da werden wir einen coolen Köpfer reinmachen. Und ich bin auch die Kälte ein bisschen gewöhnt. Ich mache es ziemlich oft und ich glaube, dass ich schon kältere Situationen gehabt habe. Und deswegen werden wir da einen coolen Köpfer reinmachen. Aber sonst bitte langsam machen, am Anfang vor allem, und dann kann man sich ja steigern. Let's go. Okay, Freunde, wichtigster Punkt beim Eisbaden ist die ruhige Atmung, um wirklich Ruhe zu bewahren, und dann geht es ziemlich gut. Ein wichtiger Punkt, warum mache ich eigentlich dieses Eisbaden? Es hat zwei wesentliche Punkte. Erster Punkt, um mein Mindset zu stärken, und gleichzeitig wissen wir einfach, dass Kältetherapie gut für die Regeneration ist. Und somit kann ich eigentlich zwei Sachen mit einer Sache kombinieren. Denn ich stärke mein Mindset, weil es braucht ein gewisses Mindset, dass ich ins kalte Wasser springe. Und gleichzeitig kann ich meine Regeneration ankurbeln. Und somit habe ich zwei in einem. Und wichtig, Freunde, es geht immer darum, wie ihr euch vorbereitet. Bereitet euch nicht mit dem vor, dass ihr sagt, das Wasser ist kalt, sondern es ist nur ein Fehlen von Wärme. Und dann ist es richtig angenehm. So, jetzt war es das mit dem Eisbaden. Pre-Workout-Meal, das werde ich euch dann zeigen, wenn wir zu Hause sind. Und dann geht es ab ins Gym und wir werden ein Pull-Training abfilmen, denn wir werden heute unseren Rücken und Bizeps trainieren. Ich bin voll motiviert, freue mich schon. Bis später. So, Freunde. Wir sind jetzt am Gym angekommen. Vorhin gab es noch das Pre-Workout-Meal. Kurz nochmal zum Zeigen, mein Pre-Workout-Meal, Freunde, ganz einfach, nichts Spannendes. Reis mit etwas Verschiertem, lecker. Und jetzt sind wir vor dem Fitnessstudio, vor dem Olympic-Gym in Innsbruck. Also wir sind schon mal kurz drinnen gewesen, haben uns das Ganze angeschaut. Schaut richtig cool aus und ich freue mich jetzt schon, wenn wir es euch zeigen dürfen. Und dann werden wir ein richtig cooles Pull-Training abfilmen, Rücken und Bizeps. Und hoffe, ich kann euch ein bisschen was zeigen, ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, euch gefällt. Let's go. Freunde, schaut euch das mal an. Es ist nicht ein Paradies. Mega geil. Echt coole Farbkombination. Schaut echt cool aus. Wir werden jetzt kurz
am Ausdauergerät starten, 5 Minuten kurz eingehen, kurz aktivieren. Und dann werden wir kurz durchschauen, welche Geräte da sind. Aber ich hätte geplant, dass wir mit einer Überzugvariation starten, vielleicht ganz normal am Kabelturm. Und dann schauen wir, was für Geräte da sind. Und ich würde sagen, wir testen einfach und haben Spaß. Okay, Freunde. Erste Übung wird eine Überzugvariation sein, und zwar ganz normal am Kabelturm. Isolationsübung, wieder mit Vorbelastung arbeiten, bevor wir dann wirklich in die schwierigen Übungen reingehen, wo wir mehr Gewicht bewegen wollen. Das heißt, wir starten durch, Überzüge, 2 Aufwärmsätze, 2 Arbeitssätze, und dann geht's los. Erster Aufwärmsatz vorbei. Wie ihr sehen könnt, nicht zu viel Gewicht. Wir gehen jetzt mal auf 20 Kilo. Zweiter Aufwärmsatz, und dann machen wir 2 Arbeitssätze. Da gehen wir dann vom Gewicht höher. Aber Wiederholungsbereich wird wieder um die 15 Wiederholungen sein. Eher höherer Wiederholungsbereich, um wirklich die Muskel gut auf Spannung zu bekommen, viel Blutfluss reinzubekommen, bevor wir dann wirklich in die etwas schwierigeren Übungen reingehen, wo wir mit mehr Gewicht arbeiten. So, Freunde, zweite Übung, Hammer Strength, Rudervariation. Und da möchte ich euch ganz gern was zeigen, was ich eigentlich immer mit habe beim Rückentraining. Und das sind meine Zughilfen. Okay? Das sind wirklich tolle Tools, um wirklich das Rückentraining aufs nächste Level zu bekommen. Weil meistens ist es so, dass wenn man viel mehr Gewicht bewegt, dass dann oft manchmal die Griffkraft nachlässt. Und dann ist oft die Griffkraft der limitierende Faktor, obwohl man vielleicht in der Zugbewegung noch Kraft haben könnte. Und aus dem Grund benutze ich Zughilfen. Ich mag sie sehr gerne. Ich kann mich nur mehr konzentrieren, dass ich aus den Rücken ziehe, ohne dass ich viel Energie verliere über die Griffkraft. Wir werden hier mal einen Aufwärmsatz machen und da vielleicht 2 bis 3 Arbeitssätze. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. So, Freunde, wir haben hier ziemlich viele verschiedene Variationen zu greifen. Wir haben einmal die Variation hier oben zu greifen, wir haben einmal die Variation hier zu greifen und einmal auch hier. Okay? Und grundsätzlich, einfach fürs Verständnis einmal, wenn ich jetzt hier greifen würde und jetzt die Bewegung ziehend nach hinten mache, kann man ziemlich gut sehen, ich meine, die Sitzeinstellung passt jetzt noch nicht, aber der Ellbogen ist entlang am Körper. Und ihr könnt euch das so vorstellen, alles was entlang am Körper ist, ist vielleicht ein bisschen mehr für die Weite des Rückens, das heißt für den Latissimus. Wenn ich jetzt genau die gleiche Übung mache, nur einen Griff da oben, und wenn man dann drauf schaut, bewege ich meine Ellbogen eher abgespreizt von meinem Körper. Und das beinhaltet mehr Dichte des Rückens, wie Rhomboiden, hintere Schulter, Nackenbereich. Ich will ein bisschen mehr die Weite des Rückens fokussieren, deswegen werden wir jetzt in den engen Griff greifen und somit die Weite mehr fokussieren. Okay, jetzt wird aber mal der Sitz richtig eingestellt, und dann werden wir den ersten Aufwärmsatz machen. Etwas mehr Gewicht. Speziell bei der Übung, Freunde. Dieser runde Rücken hat im Fitnessbereich oft eine sehr negative Haftung. In dem Bereich möchte ich so viel runden Rücken wie nur möglich kreieren, im oberen Rücken. Natürlich passiert es auch im leichten Bereich, im Lendenwirbelbereich. Wenn man jetzt beim Kreuzheben zum Beispiel hier unten im Lendenwirbelbereich einen runden Rücken bekommen würde, würde ich jetzt auch sagen, sollte nicht unbedingt sein. Aber hier, um die maximale Muskelfunktion nutzen zu können, müssen die Schulterblätter nach außen klappen.
Und wenn die Schulterblätter nach außen klappen, dann entsteht ein Rundrücken. Aber genau das will ich kreieren, um einfach das Maximum vom Rücken rauszuholen und das bestmögliche Gefühl aufzubauen. Freunde, wenn ihr eine Vorstellung habt von dem, wie ihr aussehen wollt, man muss sich's verdienen. Man verdient sich's, wenn man hart dafür arbeitet, und das ist überall im Leben so. Genauso ist es hier im Fitnessstudio, im Job, egal wo. Und immer das Beste zu geben, und dann wird man das Ziel auch erreichen. Okay, Freunde, Latzug. Wahrscheinlich einer der meist ausgeführtesten Rückenübungen, die es so gibt. Und ich kann euch einen Tipp geben, und der hat bei mir ziemlich gut funktioniert. Okay? Dass wenn ich jetzt in dieser Position bin, was die meisten da machen, die ziehen mit den Ellbogen hier hinten hoch. Okay? Und einer der besten Tipps ist es, wenn ihr jetzt in dieser Position seid, macht nichts anderes als euren Arm nach innen zu drehen, den Ellbogen von außen nach vorne zu bringen. Automatisch merkt ihr, wie euer Latissimusmuskel sofort aktiviert wird. Okay? Und dann, wenn ihr nach unten zieht, Brust anheben, als würdet ihr in ein leichtes Hohlkreuz gehen. Automatisch merkt ihr schon, wie der Rücken anfängt zu kontrahieren. Und dann ist es nichts anderes, Ellbogen nach vorne, Brust auf und runterziehen. Kurz kontrahieren, langsam wieder raus, Ellbogen bleibt immer vorne und wieder nach unten ziehen. Und jetzt eine Aussage, die sehr oft noch getroffen wird: umso breiter man greift, umso breiter wird der Rücken. Das stimmt nicht, Freunde. Und zwar, wenn jetzt ihr den Ellbogen, also die Arme etwas enger habt, dann tut ihr euch auch leichter, den Ellbogen nach vorne zu bringen, als wenn die Arme hier sind. Da bist du viel eingeschränkter von der Bewegung, okay? In dieser Bewegung, dass du den Ellbogen nach vorne bringst. Deswegen bleibt etwas enger vom Griff, Ellbogen nach vorne, Brust hoch, Rücken kontrahieren und spüren. So, nächste Übung, Rudern am Kabel. Und hier gibt es jetzt sehr, sehr verschiedene Variationen, diese Übung auszuführen, Freunde. Ich zeige euch jetzt mal meine Variation, die ich ganz gerne mache. Wobei ich auch sagen muss, ich mache die nicht immer. Okay? Es gibt sehr viele verschiedene Variationen, die wir jetzt nicht alle durchgehen, aber ich zeige euch jetzt die Variation, wenn ihr von der Seite schaut, dass ihr von der Vorstellung her auch hier wieder runden Rücken kreieren, wirklich schön rund nach vorne mitgehen, wirklich weit nach außen lassen, den Latissimus wirklich unter Spannung halten, und dann, wenn wir anziehen, bleiben wir aber mit dem Oberkörper eher nach vorne gelehnt. Leicht aufrichten, dann wieder leicht mitgehen und eher den Oberkörper vorne lassen. Okay, wenn man jetzt anatomisch gesehen jetzt den Latissimus beobachtet, er ist genau für die Bewegung nach hinten zuständig. Und ihr müsst euch die Wirbelsäule in der Mitte so vorstellen, als wäre das die Säule, die ihr in die entgegengesetzte Richtung bringt. Automatisch könnt ihr den Latissimus viel besser kontrahieren. Und das passiert in dem Fall, wenn ihr mit dem Oberkörper nach vorne geneigt bleibt, die Wirbelsäule in Position lässt und den Latissimus über die Wirbelsäule nach hinten falten lässt. Und dann werdet ihr wirklich gut den Latissimus spüren lernen, auch bei dieser Übung. Und dieser kleine Tipp von mir, ihr werdet jetzt bei den Sätzen bei mir sehen, wie das dann ausschaut. Schaut extrem aus. Für mich funktioniert es. Und so habe ich auch meinen Rücken aufgebaut. Und mal schauen. Alright, Freunde. Rudern. Zwei Sätze. Gut gespürt. Nächste Übung. Reverse Flies. Für die hintere Schulter. Und dann haben wir noch eine Übung, Bizep Curls, vermutlich mit Kurzhanteln. Mal schauen, auf was ich Bock habe. Und dann war es das für heute. Falls ihr bis hierher geschaut habt, würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert, vielleicht einen Kommentar reinschreibt, auf was ihr Bock hättet, welches Video, welches Training abzufilmen. Würde mir mega gefallen.
Danke. Planänderung, wir haben jetzt nicht das Gerät gewählt, sondern den Kabelturm, weil mir einfach das Gerät nicht so sympathisch ist, habe ich nicht so gut gefühlt. Und deswegen gehen wir jetzt zum Kabelturm. Ganz einfach, ohne Griff, ohne nichts, über Kreuz greifen. Etwas nach hinten gehen. Und dann einfach mit gestreckten Armen öffnen. Okay. Okay, Freunde. Wir haben jetzt eine letzte Übung. Und zwar haben wir ganz normale Bizep Curls Twisted. Das heißt, wir haben eine drehende Bewegung dabei, um wirklich den Bizep-Kopf in der Kontraktion maximal zu kürzen. 2-3 Sätze noch und dann sind wir fertig für heute. Und dann gibt es noch einen kurzen Abkürzen Form-Update. Oder kurzes Form-Update. Let's go. Okay, Freunde, wenn ihr ein bisschen drauf geachtet habt, habe ich da ein bisschen einen eigenen Rhythmus entwickelt, könnte man sagen. Und zwar starte ich mit 5 pro Seite, dann mache ich 4 pro Seite, dann mache ich 3 pro Seite, 2 pro Seite und 1 pro Seite. Und dann mache ich so einen Pyramiden-Style von oben nach unten und das spüre ich ziemlich gut. Ich mag den Rhythmus gerne dahinter und deswegen mache ich es so. Probiert es aus. So, Freunde, das war's für heute. Es war ein cooles Training, cooles Pull-Training wieder in Tirol, in Innsbruck. Cooles Gym. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt werden wir noch einen kurzen Formcheck machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out. Ja, brutal. Brutales Viech.